So, das schneit. Wir haben es echt sehr kalt, sehr frostig. Ich sage mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Ich bin der Zovarok in unserem kleinen oder schon ein bisschen größeren beschaulichen Knast. Wir haben ein kleines, Kälteproblem. Mal gucken hier. Zack, da ist... Oh ja, genau. Hier ist das Problem. Aber der Hund findet da ständig was zu schaufeln. Ich weiß gar nicht, was er da sucht. Wir müssen mal sehen, dass wir diese Sachen hier, die Gemeinschaftsraumgeschichten, die ganzen Geschichten, dass wir das alles mal ein bisschen mit Wärme behandeln hier, damit er warm wird. Was haben wir hier eigentlich in Aufgaben? Mal gucken. Bedürfnisse. Wie sieht... Hygiene. Kleidung. Immer noch. Hygiene ist ein Problem. Alter, die meisten Hemden wollen sich regelmäßig waschen, vor allem morgens nach dem Aufwachen. Mit einem Duschplan. Okay, können wir gucken. Tagesplanung. Duschen. Alles klar, Duschen ist dran. So, Freunde, ran an die Duschen. Da gibt es bestimmt wieder Tote und Verletzte. Ich sehe das schon wieder kommen. Ich sehe das doch schon wieder. Was haben wir hier denn gemacht? Hier haben wir doch schon wieder wild durcheinander gebaut. Den haben wir doch gar nicht... Nee, siehst du, habe ich vergessen. Ach, Mist, den habe ich vergessen umzubauen. Großartig. Das ist doch großartig. Ach Mist, das ist doch wieder super. Naja, ist eben so. Oh, ein Todesfall heute. Na, wo ist denn hier was los? Wo ist denn hier was los? Wo ist die Action? Da vorne. Wer ist denn gestorben? Wer ist denn da? Wer hat sich denn davon dann gemacht? Kriegen wir das irgendwie zu sehen? Bewusstlos. Bewusstlos? Duschkopf. Duschkopf. Bewusstlos. Wer ist denn hier tot? Wer ist hier tot? Einer von unseren Jungs? Wer ist hier tot? Mal gucken, in der Leiche hatte sich da jemand? Nein, ist keiner. Okay, da müssen die alle durch. Da hinten bei dem... Aber wer ist denn hier tot? Bewusstlos, wer ist denn tot? Wer ist denn tot? Ich kann keinen sehen. Bewusstlos. Was ist denn da? Was haben wir für ein Problem? Was für ein Problem ist? Was für ein Problem? Was ist das Problem? Ja, waschen, das könnt ihr doch machen. Pass mal auf, die Wache, die möchte ich kurz mal hier reinstiefeln lassen. Schauen wir kurz da rein. Ist da kein Licht in der Bude? Ist da tatsächlich kein Licht drin? Nee, ne? Haben wir da kein Licht drin? Alter, das kann aber nicht wahr sein. Objekte, wir brauchen Licht. Hier muss Licht rein. So, zweimal Licht. Hier ist überhaupt kein Licht in der Bude, sehe ich gerade. Was ist das Problem? Ist da kein Wasser angeklemmt? Doch, Wasser ist doch da. Was ist das Problem? Ihr könnt doch duschen. Das ist doch möglich. Was ist da los? Überhitzung. Ihr könnt doch duschen, Freunde. Was ist denn das Problem? Haben wir da irgendwas verkehrt gemacht? Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwo vielleicht? Ein bisschen? Keine Ahnung. Warum gehen die nicht duschen? Ich verstehe es jetzt nicht, warum die jetzt hier nicht duschen gehen. Ist mir jetzt ein Rätsel. Ist mir jetzt ein absolutes Rätsel. Keine Ahnung. Aber eine Dusche ist es. Auf jeden Fall. Räume, Duschräume. Räume, Räume, Räume. Duschräume. Alles duschen. Keine Ahnung, warum sie da nicht duschen gehen. Ich habe echt keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Weiß ich nicht. Ist mir ein Rätsel. So, was wollten wir machen? Es wurde wieder was gefunden. Oh Gott, Freunde. Wir wollen hier erstmal wegen Wärme. Wir wollen wegen Wärme gucken. Versorgung. Mal auf hier Logistik. Da. Zack. Temperaturtechnisch. 29 Grad. Also das ist bullenwarm in der Hütte. Ich glaube, da reicht auch ein Heizkörper. Aber wir sollten hier mal irgendwo irgendwas mit hier warmen Wasserboiler-Geschichte. Ich würde mal sagen, den stellen wir hier hin. Den stellen wir schön dezent hier hinten hin. Dann können wir da nämlich vielleicht die ganzen Räume mit warmem Wasser ausrüsten. Hallo YouTube 7. Willkommen. So, wir bauen das mal dahin. So, dann müssen wir natürlich den ganzen Krams natürlich über Strom hin und da muss Wasser hin und ach du Grüne.
So, kleines Wasserröhrchen. Das legen wir mal dezent da oben hin. So, und damit wir eine Tüte Strom haben, das könnten wir mal von hier abknapsen. So, das müsste hoffentlich funktionieren. So, und dann müssen wir natürlich Warmwasserrohre, die müssen wir auch legen. Erstmal schauen, was wir hier an Räumen haben. Ach, der Gemeinschaftsraum ist da, Barbiershop ist da, Krankenstation, die müsste auch vielleicht eine Heizung kriegen. Waschraum, der müsste auch, da müssen wir überall Heizkörper verteilen hier. Eieieiei. So, Warmwasser. Legen wir das mal, ja, wie machen wir das am besten? Ich würde mal sagen, ganz dezent einmal hier hin. So, das klemmen wir mal da an. Dann können wir das nämlich hier weiterführen. Und zwar hier rüber in die Werkstatt. Dahin in die Werkstatt, dann haben wir das auch warm. Hier runter, bei Biershop, da muss auch eins hin. Und hier in dem, da müsste auch noch was hin. Machen wir so mal, zack. Dann haben wir das schon mal mit Warmwasser versorgt. Alles super YouTube, bester Kram. Wir haben bloß ein kleines Problem mit der Kälte. Die frieren sich hier sonst was ab. Und das wollen wir ja nicht. Das wäre ja Panne, ne? So, Heizkörper, da sind Heizkörper. Da wären Heizkörper zum Beispiel da ganz nützlich und hier vorne vielleicht noch mal eins. Die Leichenhalle braucht keine Heizung, das wäre voll für den Eimer. Da muss noch eine. Was ist denn hier, Alter? Hier ist richtig voll. Alter Schwede, was ist los? Können wir doch nicht mehr hinbauen. Dann müssen wir hier einen Heizkörper hinsetzen. So. Und hier drüben noch einen Heizkörper. Zu wenig Kapital. Ach du grüne Neune. Wir haben keine Kohle mehr. Eieieiei. Da sind wir wieder zu großzügig mit einem umgegangen. So. Kosten nur zwei. Ich hoffe mal, wir kriegen wieder ein bisschen Kohle rein. Wäre natürlich ganz lustig. So, was ist hier oben los? Der Hund findet ohne Ende. Hi Timmy. Willkommen. Und es schneit hier, Freunde. Es ist saukalt und es schneit. So. Draußen gibt es natürlich keine Heizung. Das wäre voll für den Eimer. Die sind bestimmt auch maulig, weil das zu kalt ist. Ich glaube, das ist auch eine Sache Bedürfnisse. Komfort. Wärme. Da ist ein großes Wärmeproblem. Alles klar. Das kriegen wir irgendwie hin. Komfort. Und wir müssen die Kirche auch noch bauen. Oh Gott. Was ist hier denn los? Ist hier alles in Ordnung? Ja. Da ist alles gut. So, hier müssen wir mal sehen, dass wir da mal was geregelt kriegen. Hallo Beichecker, schön dich zu sehen. Und der Franz ist auch da. Was ist das für ein Spiel? Camping Manager? Gottes Willen, was ist das für ein Spiel? Da muss ich mal schauen. So, das haben wir fertig, Strom haben wir da bestimmt auch jetzt drin. Ist das bestimmt warm? Ist das jetzt warm? Das haben wir schon mal hergestellt. Uns fehlt ein bisschen Kleingeld. Oh, wir haben Geld. Ey, wir haben Geld. Das müssen wir mal schnell mal ausgeben hier. Zack. Und zwar Heizkörper. Zu wenig Kapital. Was kostet so ein Heizkörper überhaupt? Was kostet so ein Ding? 200. Ach du Schande, da fehlt noch ein bisschen Kleingeld. Ach, müssen wir ein bisschen warten. So, aber hier schneit es wie Hölle. Five Nights at Freddy. Ich weiß nicht. Auto, ja, wird gespeichert. Okay. So. Da ist auch hier. Oh Mensch, die sind auch dabei. Post sortieren. Der Laden läuft. Alles still. Was ist los? Hallo? Ach so. Alles klar. Gut. So. Du hast schon wieder was gefunden. Nein, was ist denn da los? Irgendwas ist hier. Auf jeden Fall. Der Hund dreht voll durch. Der Hund, der macht da total den Terror. Ich will mal die Zelle hier durchsuchen. Durchsuch mal die Zelle. Vielleicht ist da ja irgendwas im Busch. Mal schauen, mal schauen. Du kannst es nur empfehlen. Five Nights at Freddy. Freddy's 4. Mhm. So ein bisschen Horror. Ja, wir haben erstmal genug Horror hier in unserem Laden. Das muss ich mal sagen. So, pass mal auf. Wie sieht das aus mit Kolibris? Wir brauchen ein bisschen Geld. Logistik, Wärme, das ist schon mal echt, wir haben schon mal ein bisschen Wärme hier, das ist schon mal, Leichenhalle ist auch beheizt, sehr schön, so ein Mist, brauchen wir doch gar nicht, 20 Grad, Alter, hier ist es voll heiß in der Hütte, 29 Grad, wie kriegen wir das wieder abgekühlt, das ist viel zu warm, ja, da bin, mal sehen, vielleicht kriegen wir das Rohr
das Wasserrohr, das Heißwasserrohr von dem Apparat hier mal hier rüber bis in dem Trainingscenter da. Damit wir das da auch nochmal warm kriegen. Vielleicht klappt das ja. So, der Shop da oben. Der müsste eventuell auch nochmal ein bisschen. So, ist auch warm. Alles klar. Ach, der, was ist für der Direktor denn jetzt? Ich. Oh, ein Wasserrohrbruch. Ich drehe durch. Was ist denn hier los? Nein! Ein Wasserrohr ist geplatzt und überflutet nun den Bereich. Reparieren Sie es, bevor der Schaden zu groß wird. Ach du grüne Neune, ich werde wahnsinnig. Dafür machen wir kurz mal auf Pause, damit wir in aller Ruhe den Schaden begutachten können. Wo ist denn das Löchle? Da vorne ist es. Das Wasserrohr ist geplatzt. Ja, dann müssen wir doch mal Neues einsetzen. Haben wir denn Kleingeld dafür? Nein, wir haben doch nicht mehr Geld dafür. Zu wenig Kapital. Das... Mein Gott, viel mehr Kloß im Hals. Das werden wir aber schnell mal ändern. Und zwar werden wir hier mal was verkaufen. Nämlich Stapel Holz. Verkaufen. Bob, jetzt haben wir 113 plus. Jetzt können wir das Wasserrohr ja auch wieder zusammenflicken. Großes Wasserrohr. Da. So, Freunde. Macht es mal fertig. Ach, wir müssen noch wohl Priorität ansetzen. Ne, brauchen wir gar nicht. Wir haben genug Leute rumrennen da. Ich glaube, wir haben reichlich Leute hier rumlaufen. Personal, was haben wir hier? 7 Arbeiter. Einer wird sich finden, der das hier regelt. So, wer ist so freiwillig dabei? Installiert eine Warteschlange. Was? Wieso eine Warteschlange? Freunde, seht zu, das muss hier dicht. Wie kriege ich hohe Priorität? SDRG. So, dringend. Komm her, gib Gas. Gib Gas, Freund. Das muss hier fix mal behoben werden. Weil sonst können wir hier einen Pool bauen. Wo ist er jetzt? Da rennt er rum. Da. Lade wieder am Tisch lang. Wo ist denn der Mann? Wo ist unser... Wo ist unser Rohrmensch? Ist das er hier? Genau, hier. Da läuft er. Komm, gib Feuer. Das muss rauchen in den Sohlen. Aber wir haben hier gleich ein Schwimmbecken. Und vor allem hier im Schnee, im Eis, das wird eine Schlittschuhbahn. Wo ist denn jetzt der Mann? Da, siehst du. Bau auf. Alles klar. Alter, der halbe Laden hier ist unter Wasser. Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich dreh durch. Das kann er. Also, das ist doch wieder. Also, das ist doch wieder. So. Einsatz, Logistik. Zack. Warme, Wasser. Wie ist das hier? Da oben ist alles schön mollig. Oh, hier, ne. Da müssen wir auch noch was machen. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Kein Geld. Da müssen wir noch was verkaufen. Was kriegen wir dafür denn? 60 Mücken. Objekt verkaufen. Bob. 144. 100 kriegen wir dafür. Zack. 200 kosten Heizkörper. Das werden wir nochmal einfummeln hier. Da. Heizkörper. Dahin. Damit es auch warm wird. Die sollen ja hier nicht frieren. Das wäre ja nicht. Das wäre Katastrophe sozusagen. Damit sie sich auch wohler fühlen. Ich hoffe, das kriegen wir hin hier. Die Maus ist versetzt. Oh, ich sehe gerade, die Maus ist versetzt. Warum ist die denn im Stream versetzt? Also bei mir ist sie. Was ist denn hier los? Hallo? Ist da irgendwas? Da ist wieder irgendwas in den Büsche. Kleidung, Komfort, Wärme. Wärme, wo ist Wärme? Wärme war doch hier. Da, siehst du, alles in Ordnung. Kleidung, da müssen wir nochmal sehen. Warum ist denn die Maus versetzt? Warum ist denn die Maus versetzt? Hallo? Das ist doch jetzt kurios. Finde ich jetzt komisch. Warum? Eigenschaften? Mal kurz, gucken wir nochmal nach hier. Prison Architect, zack. Okay. So, ich hoffe, das haut jetzt hin. So, jetzt ist die Maus da, wo sie hingehört. Ey, super. Super, so soll es sein. Genau. So. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung. Oh Gott. So, was hatten wir eigentlich geplant? Die Jungen sind zufrieden soweit. Soweit zufrieden. Kleidung. Warum ist denn so ein Kleidungsproblem?
Es ist noch etwas Zeit zu trinken, indem sie Wäscherei in, Wäscherei in ihrem Gefängnis errichten und Hausmeister einstellen oder Häftlinge zur Arbeit drin einteilen. Können sie ihren Insassen diesen Wunsch erfüllen? Hausmeister, vielleicht haben wir zu wenig Hausmeister. Wie viel haben wir denn da? Hausmeister, wo ist denn da so einer? 5. Ich würde sagen, wir stellen nochmal 2 ein. Oh, einer wird noch. Einer wird's. Okay, gut, wird nur einer. Hoffentlich kriegen wir das hier zurecht. Der schleppt das Heizkörper da oben hoch. Der hat da was zu tun. So. Er ist am Bügeln hier. Der Hausmeister ist am Bügeln wegen großer. Vielleicht sollten wir echt mal die Arbeitszeitgeschichten hier ein bisschen regeln, weil das mit dem mit der Kleidung wird immer schlimmer. Tagesplanung da. So. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ruf, Ruf, Ruf. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen Arbeit dran hängen. Dann verringern wir mal die Freizeitgeschichte. Arbeit, Arbeit, Arbeit. So. Zack, zack. Arbeit, Freizeit. Okay. Machen wir Arbeit, Freizeit raus. Wer nichts zu tun hat, hat Freizeit. Der Rest muss arbeiten. Oder wir machen da Einsperrzeiten draus. Wir machen da Einsperrzeiten draus. So. Genau. So sieht's aus. So rollt der. Rollt das Kaninchen. So. Das haben wir zurecht. Dann würde ich sagen, wir bauen auch noch einen zweiten. Wir müssen eigentlich noch einen zweiten Hof irgendwo hin zimmern. Damit wir so ein bisschen getrennt haben, die schweren Herrschaften hier vor den, von den mittleren Jungs. Dass wir da nicht so einen Terror drin haben, das wäre ja nicht so schön. Ach, was haben wir hier denn? Das ist fertig, das ist fertig. Der Laden war auch zurecht, ne? Oder was ist hier los? Wir haben nur noch keine Wache drin. Das ist das Ding. So. Eine Wache da rein, bitteschön. Nicht? Wir wollen ja hier, also das muss ja wohl, nützt ja nichts. So, dann müssen wir noch einen neuen... Können wir gar nicht. Wir haben keine Kohle. Das ist das Problem. Wir müssen echt sehen, dass wir hier die Kohle rankriegen. Und vor allen Dingen, Vorfall eingeschlossen. Ein Vorfall. Erschöpft. Okay, Besucher hast du nicht gesehen. Läuft. Alles wunderbar. Was haben wir denn eigentlich noch an Sachen, die wir noch nicht gebaut haben? Da müssen wir mal kurz gucken. Was haben wir? Ach, Bücherei. Bücherei haben wir doch. Nee, haben wir nicht. Ach, die Bücherei fehlt uns noch. Bewährung fehlt uns auch noch. Kapelle fehlt uns noch. Und hier das Produktionsdingens für den... Für den Friseur. Was machen wir? Haben wir das überhaupt? Das haben wir sogar gemacht. Alles klar, das haben wir erledigt. Wir könnten das Ding bauen und Gartencenter können wir auch bauen. Alter Schwede, also die richtig rund hier. So, da haben wir doch wieder was gefunden. Aber der Hund dreht ja voll durch. Ich möchte mal gerne wissen, was da oben ist. Würde mich echt mal interessieren. Hm, finde ich komisch. So, was wollte ich jetzt sagen? Wir wollten genau... Für den Shop müssen wir noch einen kleinen Laden bauen. Wie groß muss der denn sein? Materialien, schnelles Bauen. Zack, ist der Laden dazwischen? Training, 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 Lohnen, hast nicht gesehen. Einzelzelle, Gemeinschaftsraum. Ist da gar nichts zwischen? Ist da gar nichts zwischen? Training hast du nur gesehen hier. Okay, Objekte, Läden. Pass mal auf den, wie groß muss der sein? Bigbox, Hairstrands, keine Ahnung, was das sind. Innenbereich, Barbear Press und Tisch. Mod-Inhalt. Okay, das Ding müssen wir bauen. Müssen wir gucken, wo das Teil, wo wir das finden hier. Das, ach, das ist das Teil. 1500 Mücken? Alter, das ist ja teuer. Das ist ja, das Ding, das können wir uns auch nochmal zulegen. Das Ding, das können wir eigentlich mal... Wo wird uns das, wo bauen wir das denn ein? Automatischer sollte doch das Ding, das müssen wir echt, der Sortierer, den müssen wir echt mal hier einbauen. Zu wenig Kohle. Kann man noch nicht mal drehen. Ach nein, wie großartig. 5000 kostet das Ding. Das ist dafür da, dieser Apparat hier, damit wir, damit er schon mal raussortiert wird, wer bei uns sozusagen in Schutzhaft gehört. So ex Polizisten und so ein Krams, weißt du? Das ist, damit wir die hier nicht rumlaufen. So, sonst müssen wir die nämlich so rausfischen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Barbierpress, Alter, das Ding ist so teuer. 5500 Mücken, Alter, das ist ja Wahnsinn. Wo kriegen wir denn die Kohle her? Und ich sehe schon, ich habe schon wieder so langsam laufen. Das ist doch typisch. Weil man nur am Brabbeln ist, nur am Sappeln. Das ist doch sowas von typisch. So. Und wie gesagt, wie ihr sehen könnt, das ist unser Let's Play-Dingens.
das ist jetzt auch live und das werde ich dann auch schön mit auf dem Kanal als live, also als live Let's Play laufen lassen. Ist doch cool. So, was haben wir hier unten? Türkontrollsystem läuft auch. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte doch. Genau. Hier ist das, wie ist das hier mit Arbeit, Freunde? 20 Leute sind da oben am Arbeiten. Warum ist denn da das Problem 20? Da sind alles voll. Oh. Okay. Können auch noch ein paar Leute arbeiten. Und hier auch. Putzkräfte. Die sind wichtig. Die müssen wir haben. Da arbeiten 3. Da arbeiten 9. Okay. Hier in der Küche. 20 Leute können da arbeiten. Ja, ja, klasse. Wir brauchen aber nicht so viele arbeiten. Und ich habe es immer noch nicht rausgekriegt mit den Icons, was da schiefgelaufen ist. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht rausgekriegt. Vielleicht wird das irgendwann anders mal passieren. So, wie groß muss denn das Teil sein? Wie groß ist denn so eine Passgeschichte? Ach, so groß ist ja gar nicht. Die könnte theoretisch hier mit rein. Nee, das könnte nicht. Nee, das wäre zu knapp. Das wäre zu knapp. Da ist schon wieder der Taser unterwegs. Ich höre das auch schon wieder. Ach du Schande, was ist da vorne los? Der Hund, genau. Wir brauchen eigentlich mehr Leute mit Hund. Wir brauchen mehr Hunde. Mehr Hunde. Wir brauchen mehr Hunde. 1400. Pass auf, kriegen wir tatsächlich noch einen Hundemann? Wo ist denn hier? 5 bewaffnete Wachen haben wir. Wie viel haben wir denn Hundeführer? Wir haben nur 2 Hundeführer. Wir brauchen nochmal 1. Geht nur einer. Geht nur einer. Okay, schade. Na gut, die müssen wir auch gleich mal auf Patrouille schicken. Patrouille, Patrouille. Wollen wir die Hunde denn laufen? Wo laufen denn unsere Hunde? Ja, das ist unser Hund. Da ist unser Hund. Da ist auch ein Hund. Ha! Dann werden wir hier auch nochmal einen Hund laufen lassen. So, sieht komisch aus, aber naja. Ich möchte am liebsten hier oben noch einen Hund laufen lassen. Wäre natürlich super, aber das haben wir natürlich nicht. Dass das mit den Icons nicht hinhaut, es ärgert mich ein bisschen. Aber es kann auch sein, dass das irgendein Mod ist, der da mit drin ist. Muss ich mal vielleicht mal rausprobieren. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Naja. Okay, so. Das läuft auch. Wie ist das hier eigentlich mit der Programmgeschichte? Können wir das noch irgendwie ändern? Die Försterei, die haben wir. Die Försterei, die haben wir. Die Försterei, die haben wir. Hier unten ist sie. Da ist ein Arbeitereingang. Die sind hier in der Försterei zugange zum Schuften. Die machen die ja. Sind schon Holzhacken. Ey, großartig. Das ist doch mal. Also, das finde ich schon mal richtig gut. Na super, das ist doch mal klasse. Was wollte ich jetzt machen? So. Die Kantine wird zu klein. Die wird echt langsam zu klein. Da wäre auch zu überlegen, ob wir da nicht noch eine zweite uns bauen. Weil die Küche schafft das, glaube ich, locker. Was haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 6, 8 Herde. Das sollte eigentlich locker zu bewältigen sein. Werden die überhaupt alle satt? Ich hoffe mal. Ach, wir haben doch, pass mal auf, wir haben doch was, Regeln, Zuschüsse. Da haben wir noch was, oh Gottes Willen, da haben wir noch was in der Luft hängen. Wie wäre es denn damit? Wie wäre es damit? 5000 Vorauszahlung. 5000 bloß, das ist nicht viel. 25.000 Abschlussbonus, Zellenblock D. Das wäre eine Idee. Zellenblock D, das wären, wie viel wären das? 200. Oh Gott, das wäre eine ganze Ecke. Kriegen wir das zurück? Na gut, mach mal. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Da können wir vielleicht noch einen Block bauen. Noch einen Block bauen. Wir bauen noch einen Block. So, Gebäude gebaut. Natürlich, was anderes geht hier gerade los. So. 8600 geht noch mal. Oh, das geht noch mal richtig in die Kohle. Na gut, mach mal. So, das Ding wird gezimmert. Da muss eine Tür rein. Natürlich muss eine Tür rein. Wo haben wir denn eine schöne große Gefängnistür, damit die auch wundervoll rein und raus können? So, mittig wäre das. Mittig. So. Es wurde was gefunden. Und zwar wo? Wieso findet er da so eine Stapel Holz? Forstbetrieb installieren. Ach, Baum. Aha. Was die hier alles finden, ne? Das ist ja Holzstamm. Holzstämme. 50 kostet ein Stamm, nicht schlecht. Nicht schlecht. So. So, ich wollte hier noch was anbauen. Hier soll auf jeden Fall unsere Kapelle hin. Die muss hier hin. Dann hätten wir. Wir haben hier unten auch noch Platz. Da können wir hier unten mal so einen kleinen Laden bauen. So eine kleine Werkstatt. Oder andersrum könnt ihr auch hier mit her. Die kann auch hier neben. Da, in dem Bereich. Das bauen wir dahin. So, was habt ihr jetzt davon? Nee, haben wir nicht. Schön wäre es gewesen.
mehr bauen können. 1300. Ja, wenn ich die Gerichte in der Kantine niedriger mache. Das Problem ist ja aber denn, dass sie denn ein bisschen maulig werden, dass sie. Na, war schnell. Ach, wie heißt denn das noch schnell? Dann werden die aufmüpfig. Weil das nur Muffelkrams ist, taucht nicht viel. Aber wäre vielleicht eine Maßnahme. Also vielleicht sollten wir es echt überlegen, ob wir das machen sollten. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Wo mache ich denn das überhaupt? Muss ich mal gucken, kurz gucken. Regelzustandsprogramme. Da war es nicht. Finanzen. Nicht. Abzug. Sicherheit, Abzug. Zahlzuschuss 50.000. Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Einer. Minus 50. Ausbrüche. Wir haben doch keine Ausbrüche gehabt. Nicht schlecht. Das ist doch mal... Ja, wir können ja nichts verkaufen. Klar, weil wir Ausbrüche hatten, dann geht das da nicht. Zuschüsse haben wir denn. Die Regeln haben wir da. Ja, genau. Essensmenge, Mittel. 12 pro Tag, pro Häftlinge. Mittel. Essensmenge. Ne, die Essensmenge ist schon gut. Dann machen wir mal niedrig. 4. Ey, das ist schon mal gar nicht schlecht. Keine Essenvielfalt. Gibt nur Soße. Machen wir mal auf niedrig. Okay. Wir beäugen das ein bisschen. Machen wir mal so. Wehe, das geht schief. Wehe, das geht schief. Das sage ich euch. Dann ist hier was. Dann ist hier wirklich die. Ja, Luzi am Radeln. So. Jetzt mache ich trotzdem hier den Laden hin. Die Werkstatt. So. Zack. Das Ding wird gebaut. Jetzt brauchen wir natürlich eine Tür da rein. Wie wäre es mit der schönen, netten, kleinen. Gefängnistür wäre gar nicht. Personaltür. Wäre eine Personaltür angebracht? Ich glaube schon, ne? Da können nur Leute rein, die da auch arbeiten. Personaltür. Hier in der Ecke. Bauen wir direkt dahin. Sieht zwar komisch aus, aber das hat schon einen Grund. Dann können wir nämlich da noch einen Metalldetektor mit anbauen. So, was muss eigentlich da in diesem Raum rein? Was muss da denn? Hier ist der Garten noch. Ach ja, stimmt. Den Garten. Was muss da rein? Barbierpresse. Also jetzt die Geschichte da und ein Tisch. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, dann kriegen wir mal unsere ganzen Haare, die wir hier rumliegen haben. Die können wir dann schön ja, zu neuen Perücken gebastelt werden und dann kriegen wir da auch noch ein bisschen Kohle rein. Warum gehen die Pfosten nicht duschen? Ich verstehe nicht, warum die nicht duschen gehen. Hier ist doch alles... Ist mir ein Rätsel. Warum geht ihr nicht duschen, Freunde? Was ist das Problem? Hier gehen sie duschen. Kein Problem. Das ist hier wunderbar angegangen. Was ist das Problem? Alter, ist doch nicht zu fassen. Ich werde hier noch wahnsinnig. Duschen. Zweimal duschen. Leute, dann habt ihr selber Schuld. Ich kann da nichts dran ändern. Tagesbedarf, Bedürfnisse. Darmlehren hast du nicht gesehen. Familie, Nahrung. Wo ist denn hier... Blasen da rein. Schlaf. Hygiene. Hygiene. Ist da runter? Ist auf null. Was wollt ihr eigentlich? Jetzt gehen wir mal hier, ne? Für groß und für klein. Hast du nicht gesehen? Familie. Kleidung ist halt unten gegangen. Sehr schön. Ach, das läuft. So langsam kriegen wir das hier in den Griff. So langsam kriegen wir das hier in den Griff. Das läuft. Genau, der Knast ist kein Kindergeburtstag. Hier geht das, wenn wir das mal knallhart geht zur Sache hier. So, jetzt haben wir gespeichert. So. Ja, Franz, eigentlich hatte ich das so gedacht. Also, oder was hast du auf dem Herzen? Was hättest du denn gerne gesehen? So. Wird das hier gebaut oder nicht? Von der Arbeit, alles klar. Gut. Da ist eine Tür auch drin, wunderbar. So, Freunde. Was fehlt hier oben? Da fehlt doch noch irgendwas. Wir sollten eventuell den Zaun da mal wegnehmen. Der ist ja ein bisschen deplatziert, würde ich sagen. Wo ist denn das hier? Zaun planieren. Nein, ich will nicht planieren. Ich will das entfernen. In der Wände abreißen. Zack. Wände abreißen. Und zwar diese hier. Die kann weg. So. So, Freunde. Ach, der steht wieder vor verschlossenen Türen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich mach dir mal die Tür auf. Ich bin ja mal so frei. Ach nee, das kann ich ja mit... So. Ah. Tür zu. So. Alles klar. Erstmal am Zimmern. Sehr schön. So kommen wir langsam der Sache näher.
Alles bestens. Mir brauchst du nicht mehr abnehmen. Das ist schon weg. Ach, hätte ich ja nicht gedacht. Okay. Du bist ein Architekt. Siehst du, da sind wir doch richtig im richtigen Spiel. Das passt doch denn. Was machst du da? Da ist keine Wand, du Nase. Es ist mir doch eine Pflaume. Das ist wieder typisch, ne? Typisch. So, pass mal auf. Wände. Wir brauchen eine Wand. Eine ganz normale Ziegelwand. Die kommt hier oben rein. Zack. Zu wenig. Oh, wir sind im Minus. Alter. Wir sind voll im Minus. Minus ist schlecht. Aber wir machen einen Plus von 6000 etwas. Also das ist schon nicht schlecht. Da kann man schon, ne? Da kann man schon nicht meckern. Wie sieht aus mit dem Kleidung? Es geht wieder nach oben. Warum? Hier wird doch gebügelt und gemacht schon getan. Nahrung. Oh, hier, Nahrungsproblem. Nein, ist aber noch alles gelb. Alles gut. Das hier unten. Wir müssen echt die... Alter, wir haben so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen und aufhören sollen. So, bitte hier, mach das mal fertig. Er steht wieder vor der Tür und kommt nicht rein. Gut, die verschwindet sowieso irgendwann, die Tür. Hier ist einer drin eingeschlossen. Warte mal auf, das kann ich doch hier... Warte mal. So. Das ist doch immer noch da oben, ne? Ja. Na, wo ist hier was? Wo ist der... Wo ist Taser? Wo ist da oben? Fertig schon wieder, Alter. Der macht schon wieder Ärger ohne Ende. Der hier auch. Häftling. Der macht hier voll den Larry. Den müssen wir echt. Ich weiß nicht. Ey, hör jetzt mal auf hier. Der ist total angeschissen. Angepisst. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Wir haben es jetzt nicht gesehen. Alter Schwede, hier ist was los. So, der Laden ist fertig. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal. Fundamente. Nein, Räume. Da. Diesen Raum. Diesen Raum wollen wir hier mal bauen. 5x11. Bab. Wir brauchen einen Innenbereich, ist klar. Barbierpresse. Da haben wir keine Kohle für. Und Tisch haben wir auch keine Kohle für. Vergiss es. Von dem müssen wir da Strom rein haben. Das ist noch viel wichtiger. Strom. Strom ist auch so ein Ding. Da oben müssen wir noch Strom hin haben. Und vor allen Dingen, wie sieht das hier mit dem Strom überhaupt aus? Ach, alles noch im Grün. Da können wir doch ordentlich was anproppen. Das ist nicht das Ding. Das ist nicht das Problem. So. Er hält hier Wache. Die räumen hier auf. Also wir haben noch so viel zu regeln hier, ne? So, ist das jetzt fertig oben, oder was? Ach, jetzt können wir das bauen. Wir haben ein bisschen Überschuss. So, das können wir bauen. Aber wir können keine Presse hinstellen, weil die Scheißding ist ja so schwer. Diese Sachen sind teuer. 1500. Meine Güte. Wer soll das bezahlen? Ja, wir höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, da müssen wir echt einen Tag durchhalten. Krankenstation, wer ist denn hier? Alter, wisch das mal auf. Das sieht ja aus, als wenn hier einer geschlachtet worden ist. Ach du grüne Neune.